Hey Freunde des guten Klangs, willkommen zu einem neuen Video hier auf Ernst Acoustics. Und zwar befinde ich mich gerade in Wien bei dem lieben Tom und er hat eine sehr spektakuläre Anlage. Der eine oder andere wird Tom oder die Anlage garantiert schon mal gesehen haben oder ihn auch persönlich kennen. Aber egal, ich schnack nicht länger, ich nehme euch mit, let's go. Ich konnte schon mal eine gute halbe Stunde mal bei dir lauschen und ich muss sagen, ich war schon das letzte Mal, warum war ich hier, vor 3 Jahren, da ist auch die B&W gehabt, die 800. Ja, genau. Boah, Tom, du hast dich aber ganz schön weiterentwickelt, das ist aber schon sehr, also das ist wirklich, also den Sound zusammenzufassen ist schwierig. Also das ist ja so mächtig und so unglaublich, das ist wirklich übel, würde ich schon fast sagen. Also wir haben ja hier 4 Woofer. Und das ist schon, also, das ist schon sehr übel. Naja, egal. Wollen wir erstmal von vorne anfangen. Und zwar, Tom, woher kennen wir uns eigentlich nochmal gleich? Wir kennen einander aus Facebook. Würdest du schon sagen, auch schon 4 Jahre her? Ja, auch schon einige Zeit. Ja. Ich habe das Thema Facebook jahrelang ignoriert. Und irgendwann hat mein lieber Freund Thomas Kuchlik, kennt man vielleicht, Heimkino Welt ist der größte Händler in Österreich, sollte man sagt, da solltest du rein, wenn du dich fürs Thema ein bisschen interessierst und dich austauschen möchtest. Und dann ja, bin ich spät berufen. Mittlerweile hast du ja auch 1-2 eigene Gruppen, die du führst, unter anderem. Ich habe, glaube ich, 11 Gruppen, die ich führe. Oder so. Also ich glaube, der ein oder andere, der hier das Video guckt, wird auch den lieben Tom kennen. Ja, würde ich jetzt mal so behaupten. Also ich muss ja sagen, das ist ja schon für einige quasi das Ende der Fahnenstange. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, aber mal eine ganz andere Frage, was glaube ich auch viel, viel spannender ist, mal für einige. Wie bist du eigentlich dahin gekommen? Also du wirst ja auch mal irgendwann als junger Bub angefangen haben und ja, bei mir war es eigentlich eine Verzweiflungstat, weil ich damit meine Brötchen verdient habe. Also ich habe tatsächlich früher gemeinsam mit 2 anderen Burschen eine Firma besessen und wir haben Lautsprecherkonzepte entwickelt für Unternehmen, sehr viel für deutsche Unternehmen, und das war ja einige Jahre eine sehr gute Einnahmequelle. Mhm. Und dann haben die Firmen begonnen, ihre eigenen Lautsprecherentwickler einzustellen, und so Wanderentwickler wie zum Beispiel der Herr Fink, der recht bekannt ist, ein sehr lieber Kollege ist, das ist einer der wenigen, die noch dabei geblieben sind und das nach wie vor weitermachen. Mittlerweile auch unter meinem eigenen Label, aber ja. Ja, interessant. Aber mittlerweile hast du damit nichts mehr am Hut? Nein, ich habe überhaupt nichts mehr damit am Hut. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich mache mein Studium fertig und ich verdiene meine Brötchen tatsächlich mit der Konzeption, mit der Erstellung und dem Verkauf von psychologischen Tools, hauptsächlich für Behörden und für Gerichte. Aber das Hobby ist geblieben, wie man sieht. Das Hobby ist geblieben und ist ein bisschen ausgebaut worden, jetzt nachdem ich umgezogen bin. Was kam denn eigentlich danach? Also ich meine, du hast mir mal irgendwann Bilder mal rüber geschickt, ich glaube von der Lyngdorf. Damit ging es dann weiter. Ja, also ich mag den Peter Lyngdorf sehr gern und ich mag überhaupt so nordische Produkte sehr gern. Und Lyngdorf war einer der ersten, die begonnen haben, Raumkorrektursysteme zu ersinnen. Und das war für mich deswegen sehr spannend, weil du in fast jedem Raum zumindest einen halbwegs vernünftigen Klang hast hinbekommen können. Und das System ist auch sehr anwenderfreundlich. Das heißt, du stellst es hin, drückst am Knopf, misst, veränderst die Position des Mikros, musst einfach nur Mindestabstände einhalten und ein paar Winkeln und das war's. Und das war schon ein echter Schritt nach vorne. Ich habe ursprünglich von Lyngdorf Aktivkonzepte betrieben, was ja mit den Systemen sehr leicht geht. Und habe dann auch so Verrücktheiten gemacht, wie zum Beispiel mir von Sonos Faber eine Amati Futura gekauft. Und die habe ich komplett zerlegt und habe die Weichen neu gemacht. So kennt man dich. Und ein Freund von mir, der auch eine Amati Futura hat, hat dann gesagt, ja, also das ist schon wirklich richtig gut und die hätte er gerne. Und er hatte damals B&W 800 D3 gekauft und lebt in London. Das war gar nicht so einfach, das zu organisieren, dass wir die Amati Futura, die sie ja in dieser Form, die kannst du nicht mehr verkaufen, weil wenn ich sie umgebaut habe, ist sie
komplett anderer Lautsprecher als ein Einzelstück. Ich blende übrigens mal ein Bild ein. Ich glaube, nicht jeder kennt den Lautsprecher, hat gerade ein Bild vor Augen. Sehr mächtig, also das zu transportieren, ist glaube ich auch so ein Thema. Das ist ein richtiges Pferd. Ja. Was andere, also du hast da ein bisschen mal den Lötkolben geschwungen und hast da mal... Ja, komplett. Also mit allem, was geht. Ich hab fast ein halbes Jahr an der Weiche getüftelt, immer wieder mal mit verschiedenen Bauteilen herumgetan, natürlich fliegend verdrahtet und das dann aber wirklich wieder so, wie es gehört, schön eingebaut und das ist gar nicht so einfach bei Sonos Faber, weil die sich viel einfallen lassen. Da ist zum Beispiel so ein Dämpfersystem drin, wo ein Gewicht auf einer Stangenführung liegt und so weiter. Also die machen sich einen unheimlichen Aufwand. Wahnsinn. Okay. Und nachdem die Sonos Faber dann weg war, kam dann die B&W, die ich damals. Genau. Da war ich das erste Mal bei dir, hab da jetzt auch die B&W bei dir gehört. Ja, genau. Vielleicht können wir mal ein Bild einblenden. Ja. So sah es hier damals aus. Hat sich viel verändert, ja. Ja, eindeutig. Okay, das war übrigens auch schon echt nicht schlecht. Also, ich will es nicht runterschmeißen, die B&W, die waren schon klasse, keine Frage. So. Vorhin, da hattest du ja auch schon, da kommen wir auch später. Fairerweise muss ich sagen, dass, wie du sie gehört hast, die waren ja im Aktivbetrieb und nicht passiv, also auch da habe ich die Weiche entfernt. Gut, ein bisschen umgespielt. Ich mag den Originalklang von der 800er nicht besonders. Aber die Chassis finde ich toll und das war für mich eine gute Ausgangsbasis. Das war schon echt ein starkes Pferd. Und jetzt nochmal nach Corona, wir haben uns auch länger nicht mehr gesehen. Ist das natürlich nochmal eine andere Liga, aber kommen wir gleich zu. Dann die B&W. Und ja, dann ging es ja schon bei dir mit den Hörnern los. Ja, dann, also die Hörner haben halt ein paar ganz besondere Attribute. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Ja, kann ich bestätigen. Was ich bei Hörnern sehr gern mag, ist die Fähigkeit, dir eine Stimme so richtig vor deiner Nase aufzubauen. Und das ist nicht jedermanns Sache. Ich liebe es, ich mag das extrem. Und noch einen weiteren Vorteil hat ein Horn, wenn sie gut gemacht sind, strahlen sie mehr oder weniger wie eine Taschenlampe. Das heißt, du kannst den Raumeinfluss ein bisschen ausblenden. Ja. Der Raum ist zwar an sich jetzt nicht super problematisch, aber natürlich nicht optimal. Es soll ja hauptsächlich ein Wohnraum sein. Also auf deiner Seite habe ich eine komplette Glasfront, damit ich in meinen kleinen Garten rausschauen kann. Und das möchte ich auch nicht ändern. Also ich möchte das, glaube ich, verstehe. Keine akustischen Elemente hinhaben. Und die Lösung waren hier einfach Hörner. Und die großen Horns fand ich ganz fantastisch. Also die Universum. Ich habe die erste Vierer dieser Welt sozusagen. Das ist ein ganz großartiger Lautsprecher. Dazu noch einer unglaublich tollen Farbe, muss ja, man sagen. Ja, das ist von Lamborghini das Balloon White. Und das ist gar nicht so einfach, das zu machen und das zu bekommen. Aber da muss ich jetzt ehrlich mal sagen, großes Lob mal nebenher an Horns. Und zwar immer wieder, wenn ich diese Lautsprecher sehe, das Lackfinish. Ja, das ist unglaublich. Irre. Ja, das liegt aber auch daran, dass der Besitzer von Horns für die Automobilindustrie fertigt und da auch Zugang hat zu den Farbmischungen, die du normalerweise nicht ganz so kriegst. Und das Finish ist irre. Ja. Also der Lautsprecher für, ich glaube mittlerweile kostet rund 40.000 Euro, aber der ist richtig, das ist richtig toll. Da ist unten ein 15er Chassis drin und das macht auch Bass, das macht Spaß, das groovt. Und was man gar nicht weiß, aber so eine Horns-Universum kann auch richtig laut und das mit ein paar Watt. Das ist ein ganz fantastischer Lautsprecher. Ich habe eine Sonderausführung, wo die Weiche extern ist. Das heißt, ich habe dann ein bisschen gespielt, um die Lautsprecher komplett aktiv zu spielen, was ja mit drin auch sehr leicht geht. Ja. Ja. Und das war aber insofern nicht die Offenbarung, weil sie zwar sehr, wie soll ich sagen, es war alles besser, aber die Emotion blieb auf der Strecke. Also das war für mich eine ganz seltsame Erfahrung. Ich habe dann rumgetüftelt. Ich habe die Weiche mehrmals ausgemessen. Die Weiche ist ziemlich schlau gemacht. Also die haben sich wirklich was überlegt. Und die haben die Weiche extrem intelligent designt. Und auf der Rückseite jedes Treibers hast du noch die Möglichkeit, den Pegel einzeln anzupassen. Also wenn du da nach hinten schaust, dann hast du hinten tatsächlich, und das ist kein normales Drahtbot oder so, sondern das ist eine ganz eigene Technik, die dahinter steckt. Da kann man, einen eigenen Vortrag halten. Und es ist ein wirklich fantastischer Lautsprecher. Ja, sehr, sehr fein.
Aber nichtsdestotrotz, du hast dich ja dann irgendwie so ein bisschen in dem Horn-Fever, sag ich mal, hingegeben. Und ja, ein paar Lautsprecher reicht dir irgendwie nicht. da du ja auch gerne mal Heimkino betreibst, musst du ja dann scheinbar noch mehr her. Und die Avantgarde sind ja noch zusätzlich. Noch ja, ich wollte es ein bisschen größer machen und ich wollte von diesem Horn-Feeling noch etwas mehr haben. Und ich habe mir ziemlich viel angehört, aber Avantgarde hat mir insofern gefallen, weil es eine ganz spezielle Charakteristik hat, die viele Hörner gar nicht haben. Und diese extreme, muss man mögen. Muss man mögen. Ich bin wie da, immer, also, wie immer im Leben. Also ich muss sagen, Avantgarde, so frei Haus, also das waren schon mal sehr, sehr starke Erlebnisse. Keine Frage. Nur, da sind wir beim persönlichen Geschmack. Ich bin dann meistens eher so auf der JBL-Klangseite, sag ich mal. Und das ist dann natürlich schon mal weit, weit unterschiedlich. Das Problem bei Avantgarde sind die originalen Woofer. Mit denen bin ich noch nie warm geworden, egal ob die großen oder die kleinen. Okay. Das ist nicht meine Welt. Und selbst wenn man alle in jede Ecke stellen würde und 300.000 Euro ausgibt, kommt es nicht in die Richtung, wie ich mir das vorstelle. Immer auch wieder natürlich Geschmackssache. Aber ja, du hast eine Lösung gefunden. Ja, ich habe eine Lösung gefunden. Und zwar von Beton Art Audio. Das ist insofern ein sehr spannendes Konzept, weil der Mann, der hier dahinter steht, selber Physiker ist und das Thema wirklich komplett versteht. Und das hört man. Bis zum, ja, das glaube ich schon. Also ich muss gleich übrigens weinen, wir haben vorhin mal so eine 2-Euro-Münze auf die Woofer gestellt und haben mal richtig Vollgas gegeben. Also so 130 dB in etwa. Und die Münze steht immer noch. Also das ist schon Wahnsinn. Ja, also dieser Jörg Wedel, der hat sich was überlegt und der gießt seine Gehäuse aus Carbonbeton und zwar als ein Stück, also ein Monolith. Normalerweise, ich habe ja mit dem Thema früher viel zu tun gehabt, ich hatte selbst eine Lautsprecherfirma, die Lautsprecher aus Naturstein hergestellt hat und da hast du das Problem, dass du den Naturstein im Gärungsschnitt schneiden musst, so wie dein Tischler auch, und dann aneinander kleben. Und die Klebestellen sind natürlich bis zu einem gewissen Grad auch der Flaschenhals. Ja, und das fällt hier komplett aus. Also der Jörg hat mir erzählt, wie lange er experimentiert hat, bis er das so hinbekommen hat, dass das ein wirklich vernünftiges monolithisches Gehäuse war, Wahnsinn, den Druckstand hält und auch trotzdem noch immer transportabel ist, weil so ein Tower ist eine nicht ganz leichte Angelegenheit. Das glaube ich. Wie viel wiegt ein Woofer? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber wir haben es zu zweit kaum geschafft, obwohl natürlich der Jörg Wedel auch die komplette Technik dazu hat und, genau weiß, wie er was anfasst. Also der Mann hat das komplett im Griff, aber es war trotzdem zu zweit kaum möglich, dass wir das hinbekommen haben. Also es war eine Letzten-Millimeter-Geschichte. Wahnsinn. Also wir haben einmal von Betonart die Tyrex Subwoofer. Ja. Wir haben die Avantgarde Trio an der Front. Ja. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie befeuerst du das Ganze? Also fangen wir mal am besten ganz vorne an. Und zwar, du hast das böse Wort DSP oder auch als Wunderwaffe der Trinov. Ja. Magst du dazu vielleicht mal was erzählen? Ja, also ohne geht's fast nicht, weil wir betreiben ja hier ein aktives Vierwegsystem. Also mit anderen Worten, die Krise besteht darin, den Subwoofer so spielend zu machen, dass er zu den Hörern passt, auch auf der Zeitebene, unabhängig von den Pegeln. Und das ist ohne DSP fast nicht möglich, weil du im Normalfall, wenn du zwei Bässe im Raum stellst und misst, macht der linke nicht exakt, was der rechte tut, auch wenn der Raum weitgehend symmetrisch ist. Und das ist er ja einigermaßen bei dir. Also nicht ganz. Nein, das ist er nicht. Also wie ich dieses Haus gebaut habe, habe ich meinen Architekten zur Verzweiflung gebracht, weil ich habe gesagt, ich brauche eine Rückwand, also eine Frontwand, die versetzt ist. Und ja, tatsächlich ist es so, dass das kein rechteckiger Raum ist, sondern die Frontwand ist auf der linken Seite um einiges länger als auf der rechten. Ich würde sagen, das hat mehrere Akustik. Fall. Kommen wir gleich nochmal. Lass mal ganz kurz das Thema. Ja. Vorstufe quasi, wenn wir kurz abhaken. Also das ist halt den Trinov. Ich muss sagen, das Ding hast du wirklich gut im Griff. Muss man erstmal können. Also war aber auch ein wirklich langer Weg. Also Trinov bietet so viele Möglichkeiten und das ist
du musst das sehen wie ein Werkzeug. Das Ding, da gibt es ja Leute, die sagen, ja, klingt nicht, habe ich verglichen mit. In Wirklichkeit hast du dann nur eine Zielkurve gehört oder gar keine, weil im Normalfall wird das einmal auf Flat gestellt. Ja, stimmt. Und du musst dich einfach damit beschäftigen. Das ist wie wenn du dir eine Hilti kaufst. Das ist ein super Ding, aber da muss man damit umgehen können. Ich muss sagen... Und ich habe Monate gebraucht. Ich hab einmal einen Trinhof eingestellt. So, und ich bin ja auch sehr DSP-affin. Und, du bist ja dann Freak, das kann man schon sagen. Ich würde sagen, ich kenne mich ja schon ganz gut aus mit so an solchen Geschichten. Nur einen Trinhof habe ich halt vorher noch nie eingestellt und aufgesetzt. Ja. Und ich muss sagen, das Aufsetzen und so, das ist erstmal sich ganz gut, auch die Zielkurve setzen. Wenn man weiß, wie das geht und auch die generellen Sachen, da kann man schon viel mitmachen. Aber jetzt kommt der große Knackpunkt. Es gibt bei der Trinhof noch Untermenüs, die in der Bedienungsanleitung nicht erklärt werden. Und da muss man einfach wissen, was man macht. Also ich persönlich glaube, dass die Programmierung dieser Kiste so entstanden ist, dass aus irgendeiner feuchtfröhlichen Wette heraus einer gesagt hat, traust du dich nie, das umzusetzen? Und irgendein französischer Entwickler gesagt, oui, oui. Ich mach das. Ja. Ich mach das. Aber es gibt einen wirklichen Freak auch, das ist der Markus Wierl. Liebe Grüße nach Bayern. Übrigens, kleine Empfehlung hier am Rande, der YouTube-Kanal Audio Freak von Markus. Vielleicht, ich verlinke den einfach mal direkt. Zum Thema Trinhof, schaut da unbedingt vorbei. Also wenn ihr mal ein bisschen was wissen muss und irgendwelche Fragen habt oder sonst was, der Markus, entweder hat er schon ein Video dazu gemacht. Und dann er hat viele da. Videos, er hat richtige Tutorials gemacht von bis. Und sozusagen das Basic-Wissen vermittelt er in seinen normalen Videos. Und wenn man in die Tiefe gehen will, gibt es die Möglichkeit, gegen eine relativ kleine Gebühr die Expertenvideos freizuschalten. Und das ist dann schon ein Brett. Ja. Wahnsinn. Also Markus ist einer der wenigen, die sich wirklich in der Tiefe beschäftigt haben und sich richtig gut auskennen. Und da kann man, wenn man sich so eine Kiste kauft, das ist ja doch eine Investition, Geschenk gibt es ja nicht. Es gibt auch sehr wenig gebraucht mal, also es ist eigentlich verschwindend gering. Da kann man sich dann wirklich ins Detail fuchsen und der Markus erklärt auch, wie man aktive Frequenzweichen macht. Man könnte theoretisch seine eigenen Lautsprecher zerlegen und daraus einen Aktivlautsprecher machen und das sehr einfach mit ganz wenigen Handgriffen, mit einer Stunde Umbau oder so, zum Aktivkonzept machen. Muss man sich trauen, muss man auch ein bisschen wissen, wie. Aber da kann man ja auch helfen. Also wir unterstützen ja auch ein bisschen den Gruppen und das macht schon Freude. Ja, perfekt. Guck mal, haben wir das auch schon mal durch. Dann der nächste große Wurf bei dir. Nach der Vorstufe, was kommt dann? Die Verstärkung. Und zwar, was hast du denn da so? Ja, da habe ich ein bisschen rumexperimentiert. Also ich war ursprünglich mit dem letzten Quäntchen bei Trinhof nicht ganz zufrieden. Und ich habe, das ist meine Meinung, vielleicht ist sie auch falsch, aber für mich gilt sie, ich habe festgestellt, dass bei der DA-Wandlung noch so ein Quäntchen rauszuholen ist. Und die wird das wirkliche A und O, da ist wiederum der Flaschenhals, liegt nun mal in der Wandlung. Und stimmt, fast vergessen, aber ist wichtig. Ich habe dann herum experimentiert mit drei relativ hochwertigen Wandlern. Einen Precasti in dieser SE-Version. Vielen Dank fürs zur Verfügung stellen. Ich habe mir einen großen Nagra ausgeborgt und von Linenberg dieser T. Das sind alles Geräte so in der 10.000 Euro, ein bisschen plus Kategorie. Und habe das in Ruhe verglichen über eine Woche. Und mir persönlich hat der Linenberg am besten gefallen, weil er diese, feines Gerät, auf jeden Fall. Weil er diese Räumlichkeit und diese Staffelung so hinbringt. Also ich kann teilweise wirklich links hinter mir ziemlich genau orten, wo es ist. Und das geht, der Nagra konnte das noch. Das ist auch ein super Gerät. Also das wäre also die Schweizer wär auch tolle Wahl gewesen. Hat mir auch optisch nicht ganz so gepasst. Und da war ich dann froh, dass der Linenberg für mich auch klanglich so noch das Tickchen drauf war. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Also die Limberg-Geräte sind ja auch schon sehr berüchtigt. Also die sind schon sehr gut. Also für Leute in der Szene. Mehr berühmt als berüchtigt. Das ist schon wirklich ernstes Zeug. Also das ist ernstes echt, Zeug, echt Bombe. Also, ja. Schon echt also der Ivo Linenberg, der Entwickler, der ist ja auch so ein bisschen speziell von seiner Persönlichkeitsstruktur. Der spricht sehr ungern mit Menschen. Ich habe ja das auch. Also ich habe so einen Spektrum-Autismus und ich weiß deshalb
oft auch nicht, wie Dinge gemeint sind. Manche wissen das auf Facebook, dass ich völlig inadäquate Antworten gebe. Meine Frau lacht sich dann immer halb tot und sagt, du, der hat das ganz anders gemeint. Und ich überlege dann, wie das anders gemeint hätte sein können, aber komme dann eh nicht drauf. Also das ist ein bisschen herausfordernd, aber also dieser Ivo Lienenberg ist ein absoluter Techniker und er beschreibt zum Beispiel auf zwei Seiten, wie wichtig es ist, dass man a, geringe Verzerrungen hat und dass b, der Signal-Rauschabstand das Thema ist. Also wir reden da von Signal-Rauschabständen von jenseits der 125 dB. Also und vor allem, selbst bei der Phono-Vorstufe kriegt der Wert, ich glaube, von 80 dB oder so. Also das ist Wahnsinn. Du musst dann mal das Ding aufmachen und reinschauen, wie das gemacht ist. Das ist schon sehr schlau gemacht. Da hat's einen richtigen Freak. Ja, gut. So, nachdem er dann die Wandlung wunderbar vollstatten gegangen ist, kommt als nächstes was sehr, sehr Schwieriges mit blauen V-Metern und grüner Schrift, wie alle kennen es, Macintosh. Ja. Was hast du denn da Feines? Ich habe da die 611er Monos und ich habe die ursprünglich angeschafft, weil ich damit die B&W betreiben wollte, was auch ganz fantastisch funktioniert hat und bin dann ganz fest davon ausgegangen, die muss ich tauschen, weil für die Hörner sind die Macintosh einfach keine gute Wahl. Und habe mir Verschiedenstes besorgt, auch mit Röhren. Das ist ein ganz spannendes Thema. Röhren, nur da muss man auch wissen, was man tut. Ich weiß es nur zum Teil oder eigentlich gar nicht. Das ist auch mal. Da gibt es auch ein paar Freaks, die den wirklichen Durchblick haben. Aber ich habe mir da einiges ausgeliehen. Ich habe mir von Valverde eine Endstufe besorgt, die ist ganz fantastisch und habe so ein bisschen rumverglichen. Und aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstanden habe, war die Macintosh immer ganz vorne dabei. Und ich hatte sie bereits inseriert und ich hatte bereits schon mit da. Okay. Und war mal mit dem auch schon fast handelseins. Und dann habe ich mich entschlossen, das so zu lassen, wie es ist. Und Macintosh hat den großen Vorteil, dass sie sehr lange, die Dinger haben ja über 600 Watt und wenn du so genau schaust, also in dem Peak-Bereich gehen die da auf 2,6 oder 2,8 Kilowatt, braucht kein Mensch. Ja, aber da betreibst du die ja noch lange nicht. Also als wir schon vorhin mit richtig Pegel gehört haben, was hatten wir da vor? Gerade mal so auf der Hälfte. Ja, aber das sind ja gerade mal, also teilweise waren das ja gerade mal ein Watt oder so. Acht. Ja, also wenn du richtig Gas gibst, kommst du so auf 6 bis 10 Watt. Wahnsinn. Ja, aber wie viel können die noch gleich? Aber da läuft sie sehr gemütlich in Glas A. Ja gut, das ist natürlich erfahren. Wird nicht mal gescheit handwarm. Und der ganz große Vorteil für mich ist einfach, dass das, keine Ahnung warum, aber aus irgendwelchen Gründen, die ich selber nicht verstehe, gut zusammenpasst. Wobei man muss mittlerweile sagen, dass auch vor allem die Amerikaner dazu neigen. Also Macintosh ist ja in Amerika unglaublich berüchtigt. Also das kann man sich hier kaum vorstellen. Aber Macintosh ist für die Amerikaner ja schwer zu sagen. Also ich würde schon fast, ja, was für die Schwaben Porsche ist. Ja, genau. Ich wollte es erst nicht sagen, weil ich dachte, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ja, so berüchtigt ist Macintosh. Die gibt es ja schon seit nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die, glaube ich, gegründet. Ne? Das wirklich und Tolle ist halt, wenn du dir ihre Philosophie anschaust. Also sie sagen dir beim Verkauf, nach 25 Jahren sollte man mal schauen, ob die Elkos und alles noch funktionieren. Aber das ist so die Zeit, wo Macintosh davon ausgeht, dass das Gerät problemlos und gut funktioniert. Ja, das ist natürlich klasse. Aber worauf ich jetzt eigentlich mal hinaus wollte, ist, was ich halt immer wieder schon mal gesehen habe und auch schon mal gehört habe, dass halt vor allem, wieso auch immer, Macintosh, man glaubt es gar nicht, richtig gut mit Hörnern klarkommt. Ja. Und also, das haben wir halt auch in dem Fall, bestätigt das ja irgendwo das Ganze, dass das echt eine feine Kombi ist. Ja, man hat auch den Vorteil, dass man bei den großen Modellen Transformer hat, das heißt, man kann hinten ein bisschen experimentieren, was einem am besten gefällt. Ich habe keine technisch plausible Erklärung, warum es gut klingt. Es sollte es eigentlich nicht so tun, aber du hast das eh selber gehört, es ist so schlecht nicht. Und ein Freund von mir, der ganz großes Wilson Audio Besteck hat, also jenseits der gesamten Anlage, ich glaube 700.000 Euro, ist letztes Mal bei mir gesessen und hat gesagt, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Hat er keinen Trainer?
Doch, der hat einen Trainer. Sogar einen Trainer? Ja, der hat einen Trainer. Okay. Ja. Ich kann dazu nichts sagen, aber okay. Ja, feine Sache. Und der hat auch mit der Trinov viel mehr schon gearbeitet als ich, also kennt sich wirklich aus und ist in der Materie gut eingearbeitet. Ja, wunderbar. Ja, guck mal, haben wir quasi schon die Sparte Lautsprecher abgehakt, die Elektronik auch abgehakt. Jetzt kommen wir mal ganz kurz, weil es wird ja, also auf den Bildern, die du schon mal in Facebook und was postest, man liest es relativ häufig, dass dein Raum eine Katastrophe wäre. Ja, so. Das finde ich auch sehr spannend, denn ich habe in der Vergangenheit versucht zu erkennen, wie Räume funktionieren. Und tatsächlich ist es so, dass man Pauschalaussagen schlecht machen kann, vor allen Dingen ferndiagnostische. Wie hast es denn du empfunden? Hals hier ganz furchtbar? Ganz schrecklich. Nein, also ich würde sagen, fast wie eine Kathedrale. Nein, Spaß. Das ist hier sehr, sehr angenehm. Also ist natürlich auch einfach dadurch, würde ich jetzt mal sagen, konstruktbedingt, du hast halt tollen Giebel mit vielen einzelnen Strukturen drin, also viele einzelne Balken nochmal dazwischen. So, da wird natürlich viel, viel Schall umreflektiert und dass er halt dann eben nicht wieder im Hörplatz ankommt. Ja, man darf natürlich zwei Dinge nicht außer Acht lassen. Also A, das ganze Haus ist aus Holz. Das ist ein passiv, also mega niedrig Energiehaus in kompletter Holzbauweise. Die Seiten, die schallhart sind allesamt aus Holz. Alle. Also das fand ich übrigens wahnsinnig, das hätte ich nicht gedacht. Wenn ich zum Beispiel bei mir in meinem Keller mit normalen Betonwänden klatsche, dann habe ich ein Flatter-Echo. Mhm. So. Sitze ich hier gerade in der Mitte, habe auch richtig ordentlich geklatscht, wenn ja, hier zu meiner rechten Seite haben wir eine Glaswand und da auf der anderen Seite ist ja auch nichts großartig. Da gab es kein Flatter-Echo, gar nichts. Es ist ganz normal schnell abgeklungen und das hätte ich, ehrlich gesagt, so nicht erwartet. Ja, du hast ja auch ganz bewusst darauf hingearbeitet. Also du hast ja immer wieder geklatscht. Verstehe ich nicht. Ja. Wie geht denn das genau? Ja. Ich hatte Hoffnung, dass ich irgendwann vielleicht doch noch ein Flatter-Echo kriege, aber du kriegst es hier nicht. Das ist ja, es ist ein bisschen was gemacht. Also es ist auch der Putz, kein ganz normaler Putz. Es ist so eine Mittelstufe zum Akustikputz. Ob es wirklich was bringt, kann man drüber plaudern. Holz bringt sehr wohl was und man darf eins nicht vergessen, der Raum ist ja sehr groß. Also der Raum hat insgesamt rund 128 Quadratmeter. Das ist schon Sport. Da verläuft sich natürlich auch viel. Und du hast halt auch noch viel Volumen, einfach wegen der hohen Decke, muss man natürlich auch sagen. Und man hat sehr viel Volumen durch die hohe Decke. Die Struktur der Decke macht auch was aus. Ich habe übrigens ein spezielles Bild, wo man die Struktur gut erkennen kann. Das kann ich da gerne auch zur Verfügung stellen. Ja, perfekt. Dann blende ich das mal direkt hier in der Schema ein. Kannst du einblenden. Was man nicht sieht, also alle Flächen sind gecovert mit einem Schaumstoff. Unterm Strich funktioniert es ganz gut, aber natürlich ist es kein Studio, es ist ein Wohnraum. Und der wesentliche Unterschied, den man sonst mit normalen Lautsprechern hat, ist einfach, dass die Hörner wie eine Taschenlampe gerichtet strahlen. Also das wirkliche Problem des vagabundierenden Schalls im Mittelhochton, das habe ich so gut wie nicht. Ja. Und wie du siehst, der Bass ist auch so schlecht nicht. Also ich muss sagen, also wenn man hier auf der Couch sitzt, übrigens muss ich auch mal kurz so sagen, die schönste Couch, das schönste Couch-Modell auf der schönen Cloud 7 von Breetz, wunderbar. Also das ist wirklich unbeliebt. Das ist übrigens keine Couch, das ist ein einziger riesiger Absorber, auf dem man wohnen und sonstiges machen. Also ich muss sagen, ich hatte, also auch wenn das Ding echt groß ist und auch viel wiegt, ich hatte teilweise echt ein bisschen Angst, dass der Bass mich nur einen halben Meter durch die, oder entweder mit der Couch oder durch die Couch nach hinten schiebt. Das ist Wahnsinn. Ehrlich, das ist unglaublich. Ja, und vor allen Dingen, er ist halt wirklich sehr schnell, sehr direkt und da wuppert nichts, da halt nichts nach. Das ist wirklich auf den Punkt und das kommt so daher. Muss man aber auch dazu sagen, da hat der Jörg Wedel, der ja wirklich kein Dummer ist, sich auch einiges dazu überlegt und mir sehr viele Tipps gegeben, wie man das macht. Und das zahlt sich aus. Ich muss sagen, ich bin ja auch generell ein Fan von viel Membran, wenig Wub. Haben wir hier sogar eine vierfache Ausführung. Und das, was ich aber jetzt auch sehr, sehr erstaunlich fand, war, das hätte ich erst nicht gedacht, die Woofer sind geschlossen. Mhm. Ich bin dahinter gegangen, ich habe das Bassreflexrohr gesucht. Mhm. So, weil normalerweise, sag mal so viel Megavolumen haben die jetzt auch nicht. Also die sind schon ordentlich, aber mega viel Volumen ist das nicht auch nicht. Sind vielleicht 100 Liter, vielleicht ein bisschen mehr.
Keine Ahnung. Aber ne, dafür ist das schon sehr extrem und auch sehr relativ. Der Vorteil von geschlossenen Woofern ist einfach der, dass du anders abfällst und dadurch auch ein bisschen anders abstimmen kannst. Und der geschlossene Woofer ist für gewöhnlich einfach im Punch viel präziser und schneller. Das merkst du im Kickbass speziell. Das ist richtig. Und, aber was erzähle ich dir? Du bist ja da. Magst du das beruflich? Ja, kann man sagen. So, ich würde sagen, dann sind wir jetzt auch gerade durch. Die Kamera ist gerade auch eben einfach mal ausgegangen, weil wir eine halbe Stunde lang durchgefilmt haben. Das kam mir vor wie 10 Minuten mit dir. Ja. Danke an dieser Stelle. Und ich würde sagen, ja, ich hoffe... Ja, danke auch, war super nett mit dir. Und sollte irgendjemand unserer HiFi-Freunde mal in Wien sein, dann möge er doch anklopfen, vielleicht schaffen wir es auf einen Kaffee. Ja, wunderbar. Also von daher, ich hoffe, der eine oder andere konnte jetzt mal einen besseren Eindruck hier von dem Raum bekommen. Ich finde das nämlich wieder sehr spannend. Ich hoffe, das konnten wir alles soweit gut vermitteln. Ansonsten schreibt mal ruhig den einen oder anderen Kommentar, lasst ein Like da und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Tschüss.